herzlich willkommen zum nächsten Teil von Black Mirror 2. Beim letzten Mal haben wir einen versteckten Eingang in der alten Akademie gefunden. Aber um da weiterzukommen, brauchen wir sogenannte Mosaikscheiben. Und laut Angelina sind zwei davon hier im Schloss Black Mirror. War ja klar, dass uns unser Weg früher oder später hierher führen würde. Und ich bin ehrlich gesagt ziemlich gespannt, wie sich das im Gegensatz zum ersten Teil anfühlt, da durchzulaufen. Ob es großartig anders aussieht, ob sich was verändert hat. Ob wir auch andere Perspektiven sehen als aus dem ersten Teil. Ich kann mich echt nicht mehr dran erinnern. Aber das Übliche. Erstmal hier. Lol. Durchrundeln. Diese Steinfigur und die andere sehen fast identisch aus. Nur fast? Ich sehe nichts, was von Interesse sein könnte. Diese Steinfigur und die... Stimmt. Ich sehe nichts, was von Interesse... Okay. Ja, die ist kaputt da oben, die nicht. Vor ein paar Tagen hätte ich mir nicht träumen lassen, vor diesem Tor zu stehen. Es sieht genauso aus wie auf dem Foto. Es wirkt beinahe, als sei die Zeit hier stehen geblieben. Das Tor ist verriegelt und aus massivem Eisen. Da gibt es kein Durchkommen. Das Schloss sieht verdammt düster aus. Da helfen auch der verwilderte Garten, der feuchte Nebel und meine augenblickliche Gemütslage nicht. Vermutlich umschließt der Zaun das gesamte Schlossgelände. Die Aristokraten in diesem Land pflegen keine Kultur der offenen Tür. Wer tut das schon? Die Steinfigur zeigt eine nackte Frau. Eine Nymphe. Ich kann nichts Auffälliges entdecken. Die Steinfigur zeigt eine nackte Frau. Eine Nymphe. Okay. Eine Klingel. Eine elektrische Klingel? Ich hätte eher mit einer alten Glocke gerechnet. Irgendwie schon, ja. Wir warten aber erstmal. Mhm. Das Schloss am Briefkasten scheint beschädigt zu sein. Lea. Schade. Lea. Aber offenbar wird da wohl früher oder später noch was drin liegen, sonst wären die Zahnrädchen jetzt noch nicht da. Aber drauf verlassen würde ich mich nicht. Kam ja schon öfters vor, dass irgendwo noch eine Interaktion angezeigt wurde, obwohl dann keine mehr kam. Die Streben an dieser Tür sind stark verwittert. Zwei sind sogar durchgerostet und an den unteren Enden nicht mehr mit dem Türrahmen verbunden. Tritt mal dagegen. Keine Chance. Die Streben sind zwar nur noch an einer Seite mit dem Rahmen verbunden, aber sie sind widerstandsfähiger, als ich dachte. In England scheint man etwas lockerer mit Nacktheit umzugehen. Zu genau muss ich mir das aber trotzdem nicht ansehen. Ach, du Mimose. Ein Ast. Hoi. Dort im Gebüsch liegt ein armdicker Ast. Sieht stabil aus. Er ist feucht, aber nicht morsch. Er kann erst kürzlich von einem der Bäume abgebrochen sein. Vielleicht bei dem Unwetter gestern. Wir probieren noch mal zu klingeln, hm? Bates, hallo, bist du noch da? Ich glaube schon. Ich glaube, Bates gibt es tatsächlich noch. Nichts. Vielleicht ist sie kaputt. Ich habe ein Déjà-vu aus Wales, aus dem ersten Teil. Immer noch nichts. In Wales muss man es auch mehrmals machen. Scheint wirklich kaputt zu sein. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt auf die Barrikaden. Mit dem Ast aushebeln. Mit diesem Ast als Hebel sollte es funktionieren. Klassiker. Die meisten solcher Türen haben so normale Stiftscharniere. So habe ich mir jetzt das nicht gedacht. Das war's. Aber okay. Was steht in England eigentlich unter Hausfriedensbruch? Weiß das jemand? Höhe.
Hey, wie kommen Sie hier rein? Das Tor war offen. Ja? Ich drehe dem Gör den Hals um. Ich habe ihr 100-mal gesagt, dass das Tor immer verschlossen sein muss, wenn wir keine Strolche hier auf dem Grundstück haben wollen. Wenn Sie damit auf mich anspielen. Ich bin kein Strolch. Ich bin Polizist. Was Sie nicht sagen. Dann haben Sie doch bestimmt einen Ausweis. Kann ich behilflich sein, Sir? Ich habe Herrn... Louis wird der Herr. Für euch einfach Louis. Der Gärtner aus Sie Rates. Übernehmen das Bett? Wunderbar. Sie müssen unseren Gärtner Louis entschuldigen, Sir. Wie kann ich Ihnen helfen? Mein Name ist Falk. Ich ermittle in einem Mordfall, der sich gestern Abend am Leuchtturm zugetragen hat. Ich habe davon gehört. Fürchterliche Sache. Aber sagen Sie, Ihr Akzent? Ich bin Teil eines Austauschprogramms. Die Vereinigten Staaten, Kanada und Großbritannien tauschen Ermittler aus, um von den jeweils anderen Ermittlungsmethoden zu lernen. Sherlock Holmes meets Dick Tracy, sozusagen. Wenn die Regierung es für nötig hält. Was ist denn mit dem Herrn Inspektor Collier? Sollte er Sie nicht begleiten? Der ist krank heute. Verstehe. Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Wie kann ich Ihnen dienen? Inspektor Collier existiert auch noch. Der muss doch jetzt schon fast eine Mumie sein. Das ist ein erstaunliches Anwesen hier. Ein geschichtsträchtiger Ort, in der Tat. Leider hatten die Geschichten häufig mit Blut, Tod und Unglück zu tun, wie man hört. Die Familie Gordon wurde häufig geprüft. Das ist richtig. Verzeihen Sie, wenn ich das so sage, aber das Schloss macht nicht den besten Eindruck. Ich wüsste nicht, was das mit Ihren Ermittlungen zu tun hätte, Mr. Falk. Ja, recht hat er recht. Ein Zeuge hat am Tatort einen ungewöhnlichen schwarzen Wagen gesehen. Was meinen Sie mit ungewöhnlich? Im Besitz der Familie Gordon befindet sich ein klassisches englisches Automobil aus den 30er Jahren. Ungewöhnlich genug. Waren Sie mit dem Wagen heute Morgen an den Klippen? Die Ladies sind heute nicht ausgefahren. Und ich glaube auch nicht, dass Louis den Wagen genommen hat. Fragen Sie ihn. Er kümmert sich um den Wagen, wenn schon nicht um den Garten. Dieser Louis macht einen recht schroffen Eindruck. Er ist Waliser. Aha. Er hat seine Herrin, Lady Eleanor, begleitet, als sie nach dem Tod ihres Mannes hierher gezogen ist. In Wales hat er sich um den Garten ihres Schlosses gekümmert. Damals legte er wohl noch eine andere Arbeitsmoral an den Tag. Lady Eleanor besitzt ein Schloss in Wales? Gewiss. Vor einigen Jahren gab es einen schrecklichen Unfall, bei dem ihr Mann Sir Richard gestorben ist. Kurz danach ist sie hier eingezogen. Interessant. Das Anwesen kennen wir ja schon. In seinem heutigen Zustand und in dem Zustand von vor 12 Jahren. Was können Sie mir zu Samuels Geist sagen, den einige Touristen gesehen haben wollen? In der Tat wollten einige Touristen ihn gesehen haben. Doch seit 12 Jahren ist hier nichts Ungewöhnliches passiert, abgesehen davon, dass die Touristen das Schloss zeitweise nahezu belagert haben. Jetzt nicht mehr? Nein. Obwohl, erst vorgestern war ein Ehepaar hier, um sich das Schloss und den angeblichen Geist anzusehen. Da sie vorher höflich gefragt haben, habe ich ihnen erlaubt, sich im Garten umzusehen. Aber fündig geworden sind sie sicher nicht. Es gibt hier keine Geister. Sie sprachen eben von Ladies. Lady Victoria, die Besitzerin von Black Mirror Castle, und Lady Eleanor, eine Verwandte aus Wales. Die Ladies sind die letzten der Gordons und stehen dem Schloss vor. Kann ich mit den Damen sprechen? Ich würde es bevorzugen, Sie nicht aufzuregen. Lady Victoria ist eine Dame reiferen Alters. Aber ein paar Worte sind doch sicherlich okay. Was immer es zu bereden gibt, können Sie auch mit mir bereden. Ich bin seit über 70 Jahren bei den Gordons beschäftigt. Ich kann Ihnen alles sagen, was Sie wissen müssen.
Diese Frau wurde ermordet. Kennen Sie sie? Sind Sie sicher, Sir? Leider ja. Ihr Name ist Angelina Morgan. Sie scheinen sie zu kennen. Ich? Kommen Sie, Sir. Wir müssen das den Ladies zeigen. In Ordnung. Es sieht genauso aus wie da. Warten Sie bitte einen Augenblick, Sir. Ich melde Sie an. Aber andere Perspektive, das gefällt mir. Man hat mehr auf einen Blick. Im ersten Teil war das ja in drei Teile unterteilt hier. Was war denn das da im Spiegel? Oh, das sind wir. Mr. Falk, die Ladies haben Zeit für Sie. Mr. Falk? Geht es Ihnen nicht gut? Doch, danke. Ich hatte etwas wenig Schlaf. Lady Victoria? Lady Eleanor. Mein Name ist Inspektor Falk. Ich untersuche einen Mordfall. Bates meint, Sie hätten ein Foto des Opfers. Ganz recht. Kennen Sie sie? Wie ist Ihr Name? Angelina Morgan. Ich kenne sie nicht. Wenn das nun alles war... Ein paar Fragen hätte ich schon noch. Ist schon gut, Bates. Wir werden selbstverständlich mit der Polizei zusammenarbeiten. Fahren Sie ins Dorf und erledigen Sie, worum ich Sie gebeten habe. Ich bin mir sicher, der Inspektor wird uns Gesellschaft leisten. Sehr wohl, Madame. Also, wie können wir der Polizei behilflich sein? Oha. Sie schienen das Bild der Toten unbedingt sehen zu wollen. Und auch Bates' Verhalten war auffällig, als ich ihm das Bild gezeigt habe. Sind Sie sicher, dass Sie die junge Dame nicht kennen? Ganz sicher. Wir sind nur besorgt. Der Mord geschah ja hier ganz in der Nähe. Nicht der erste. Da haben Sie leider recht. Es ist nun... Es ist 12 Jahre her, verstehen Sie? So viele Jahre und jetzt geschieht ein neuer Mord. Erzählen Sie mir von der Mordserie von vor 12 Jahren. Nein, das hat nichts mit diesem Verbrechen zu tun. Lassen Sie sie damit in Ruhe. Beschränken Sie sich auf den aktuellen Mordfall. Das ist schon schlimm genug. Ihr Butler Bates scheint sich um Sie zu sorgen. Er ist seit Jahrzehnten unser Butler. Er ist so etwas wie die gute Seele des Hauses. Er sieht es als seine höchste Pflicht an, alles für mein Wohlergehen zu tun. Auch wenn er dafür sein eigenes Wohlergehen aus den Augen verliert. Ist er krank? Ich befürchte, ja. Wir haben ihm schon oft angeboten, sich hier bei uns zur Ruhe zu setzen, aber er lehnt es strikt ab, seinen Pflichten nicht mehr nachzukommen. Seit kurzem haben wir eine Haushaltshilfe, die ihm zumindest ein wenig zur Hand geht. Dürfte ich mich hier im Schloss umsehen? Ich würde auch gerne noch einmal mit Louis sprechen. Natürlich. Wir haben nichts zu verbergen. Bleiben Sie so lange Sie wollen. Halten Sie sich nur von den Privaträumen fern. Das versteht sich von allein, Madame. Okay. Ein Korb mit Strickzeug. Wolle, Schere und so ein Zeug. Was will ich davon? Dürfte ich mir ein Stück Bindfaden ausleihen, Lady Eleanor? Einen Faden? Ja, bitte. So gute 2 Meter lang? Von mir aus. Bedienen Sie sich. Danke. Ich muss sagen, die Eleanor war... Bindfäden sind immer gut zu gebrauchen. Ich habe etwas von dem reißfesteren genommen. Im ersten Teil war so... netter. Ich weiß nicht, was alte Damen am Stricken finden. Vielleicht wollen Sie damit einfach nur die Zeit totschlagen. So, hier scheint nichts mehr zu sein. Können wir mit ihr noch irgendwas besprechen? Sie leben erst seit einigen Jahren hier, Lady Eleanor? Das ist richtig. Nach dem Tod meines Mannes wollte ich nicht alleine in dem großen Haus wohnen bleiben.
Also sind Sie zu Ihren Verwandten nach Willow Creek gezogen und haben Louis gleich mitgebracht. Louis war unser Gärtner in Wales. Er ist manchmal etwas schwierig, aber ich brachte es nicht übers Herz, ihn zu entlassen. Ich habe ihm angeboten, mit hierher zu kommen und sich hier um den Garten zu kümmern. Was er aber nicht zu tun scheint. Nun, er hat es nicht gut verkraftet, seinen Garten, seine Heimat in Wales verlassen zu müssen. Erzählen Sie mir von Ihrem Anwesen in Wales. Es ist ein schönes Schloss. Nicht so groß und alt wie dieses hier. Seitdem wir weggegangen sind, war ich nicht mehr dort. Ich befürchte, es wird in keinem guten Zustand sein. Und auch der Sumpf wird sich ausgebreitet haben. Es ist schrecklich. Ich könnte es nicht ertragen, unser Zuhause so zu sehen. Wir hatten glückliche Jahre dort. Wann ist Ihr Mann gestorben? Vor einigen Jahren. Sir Richard, mein Mann, war Wissenschaftler. Er hat in einem Gartenhaus experimentiert. Halb im Scherz meinte ich immer, er würde sich eines Tages noch selber in die Luft jagen. Ich hatte aber nicht wirklich geglaubt, dass es genau so kommen würde. Ich verwette meine rechte Hand, dass ich in Lady Eleanors Schloss gefangen war. Es passt alles genau zusammen. Und der Anruf damals lässt darauf schließen, dass das Schloss nicht zufällig gewählt wurde. Ob sie ihr altes Anwesen dem Orden zur Verfügung gestellt hat? Louis ist doch freiwillig hier. Ich verstehe nicht, warum er diesem neuen Leben keine Chance gibt. Sie sind jung, Mr. Fogg. Sie verstehen nicht, wie es ist, seine Heimat hinter sich lassen zu müssen. Louis hat seine Wurzeln in Wales. Und ohne Wurzeln geht ein Baum ein. Warum geht er dann nicht zurück? Ich habe es ihm angeboten. Ich habe ihm eine kleine Summe als Starthilfe versprochen. Erst dachte ich, er würde es tun. Aber dann ist er doch geblieben. Seltsam. Er ist ein komplizierter Mann. Er arbeitet seit über 20 Jahren für mich. Aber ich habe immer noch nicht das Gefühl, als hätte ich ihn durchschaut. Ich glaube, er gibt mir die Schuld für sein Unglück. Er spricht nur noch dann mit mir, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Und in seinen Augen sehe ich den Hass. Oh, gruselig. Mit was für Forschungen hat sich Sir Richard beschäftigt? Er hatte ganz unterschiedliche Interessen. Nach der Tragödie vor 12 Jahren beschäftigte er sich hauptsächlich mit Blut. Mit Blut? Er war davon überzeugt, dass das Blut der Gordons sich irgendwie von dem anderer Menschen unterscheiden müsse. Ich glaube, er suchte eine wissenschaftliche Erklärung für all das Unglück, das die Familie seit Jahrhunderten begleitet. Ein Fluch im Reagenzglas? Wahnsinn ist vererbbar, wie Sie vielleicht wissen. Warum nicht auch Unglück? Oder das Unglück ist nur das Resultat der Wahnvorstellungen. Das erklärt, was Angelina in Wales gesucht hat. Sie hoffte, dass Richard etwas Interessantes herausgefunden hatte, bevor er starb. Ich sehe mich weiter um. Auf Wiedersehen, Lady Eleanor. Es ist schön, ein anderes Gesicht im Haus zu haben. Jetzt ist es doch wieder viel netter. Gut. Oh, schön. Ich freue mich. Die Pflanze steht bestimmt erst seit kurzem hier. Bei den Lichtverhältnissen macht sie es aber auch nicht mehr lange. Tja. Marcus Gordon. So etwas wie ein Ritter oder Edelmann, würde ich sagen. Der Kleidung nach zu urteilen, muss er vor mehreren Jahrhunderten gelebt haben. Irgendwie kommt er mir bekannt vor. Vermutlich ein Ahnherr der Gordons. Ja, der Ursprung. Nein. Da will ich nicht nochmal reinschauen. Ach, du Mimose. Wirklich nicht. Warum brennen hier ausgerechnet Kerzen? Warum nicht? Ein riesiger Globus aus Metall. Ein monströses Ding. Auf Wasser kann man draufgehen? Ups.
In die Steinplatte am Sockel des Globus wurden Buchstaben gemeißelt. Es sind Namen. Eine ganze Reihe. Moment mal. Der erste Name lautet Maximilian Mortimer Gordon. Das ist der Name aus Angelinas Aufzeichnungen. Heißt das? Heißt das was? Zu hören ist nichts. Aber diese Steinplatte könnte ein Deckel für ein Geheimfach im Sockel des Globus sein. Oh, okay. Und das wäre ein ideales Versteck für eine der Mosaikscheiben. True. Ich bin mir fast sicher, dass hinter der Steintafel ein Geheimfach verborgen ist. Nur wie soll ich da rankommen? Die Lupe war eben noch nicht da. Ein verzierter Zaun oder eine Art Absperrung ist hier rund um den Globus. Keine Ahnung, wozu das gut sein soll. Was nennt man Dekoration, du Olme? Ein verzierter Zaun oder eine Art... Ein verzierter Zaun... Okay. So aktuell komme ich hier nicht weiter. Wäre viel zu einfach. Wenn wir direkt die erste Mosaikplatte so finden würden. Der Sessel sieht einladend aus. Aber es ist noch zu früh, um sich auszuruhen. Ein kleines Feuer für einen solch mächtigen Kamin. In diesem Land scheinen die alten Ladies härter zu sein als bei uns in den Staaten. Da wäre es in jedem Raum mindestens 25 Grad warm. Zeit, um melancholisch in die Flammen zu starren, nehme ich mir, wenn das hier vorbei ist. Ja, aber Mordred Gordon. Holla! Das ist mal eine freundliche Visage. So ungefähr stelle ich mir einen blutrünstigen russischen Zaren vor. Wilde Augen, böser Blick und teure Kleidung. Die Klunke an seinen Fingern und um seinen Hals hat er sich sicherlich auch nicht mit harter Arbeit verdient. Gut, dann würde ich sagen, schaffen wir uns mal hier... Moment. Das ist die Tür. Eine große Flügeltür. Zum alten Flügel. Sie unterscheidet sich nicht von den anderen. Im ersten Teil war die auch schon verschlossen. Sie ist verschlossen. Herr Inspektor, Sie haben dort nichts zu suchen. Diese Tür bleibt geschlossen. Gewiss, Madame. Verzeihen Sie. Warum stellt sie sich bei dieser Tür so an? Wurde nicht im ersten Teil gesagt, sie wird zugemauert? Ich kann mich nicht mehr erinnern, was da jetzt war. Ach, die Bibliothek, guck mal da, hallo. Also kommt mir kleiner vor wie im ersten Teil. Oh, der Stammbaum. Da können wir uns den sogar näher anschauen. Das ist der Stammbaum der Familie Gordon. Fast der gleiche, der auch in Wales hing. Ja, bei Marcus und Mordred. Bei Mordred ist die Blutlinie ja stehen geblieben. Und hier ging es dann weiter, weiter und weiter und weiter. Bei ihm ging es auch nicht weiter. Da ist was weggewischt. Sieht so aus, als wäre hier oben etwas übermalt worden. Direkt über der Generation von Samuel und Catherine. Abgefahren. Zu seinen Glanzzeiten umfasste das britische Empire etwa ein Viertel der gesamten Landmasse des Planeten und etwa ein Drittel der Weltbevölkerung. Der Globus stammt aus dieser Zeit. Vermutlich sagt den Ladies diese Aufteilung der Welt mehr zu als die reale.
Geschichten, Abenteuer und Märchen. Dickens, Dafoe, Anderson, Jules Verne. Das sind vermutlich die aktuellsten Bücher in dieser Bibliothek. Shakespeare-Dramen, Shakespeare-Tragödien, Shakespeare-Komödien. Ah, Lyrik von Shakespeare. Die Encyclopaedia Britannica in mindestens 3 Ausführungen. Wird es jemals ein größeres Nachschlagewerk geben? Ja, wird sich Internet nennen. Bibeln und religiöse Texte. Einige Ausgaben sehen verdammt kostspielig aus. Würde mich nicht wundern, wenn sie irgendwo auch noch eine handschriftliche Version verstecken würden. Wer weiß. Also in der Bibliothek. Telefon, das habe ich übersehen. Ein altmodisches Telefon. Aber wen sollte ich anrufen? Ein altmodisches Telefon. Okay, hätte sein können. Gut, dann schaffen wir uns mal weiter. Hier geht's nach oben, also in den Gemeinschaftsraum, der ist hier, kann man offensichtlich nicht mehr rein. Und hier geht's zum Esszimmer und zur Küche. Okay, das Esszimmer überspringen wir offenbar und hier ist besagte Haushaltshilfe. Es sieht ein bisschen anders aus als im ersten Teil. In dem Eck war vorher zwar so eine Sitzecke, aber der Knoblauch, der hängt wahrscheinlich schon seit 12 Jahren da. Die Kaffeemühle stand früher in einem Regal hier. Eine Kaffeemühle ist das Letzte, was ich in einem englischen Schloss erwartet hätte. Aber sie sieht auch noch recht neu und unbenutzt aus. Hervorragend. Transsilvanien liegt zwar in Rumänien, aber Untote gibt's in diesem Schloss auch noch. Damit kann man Fleisch aufhängen. Oder Pirat spielen. Da geht's in den Keller. Die Tür ist verriegelt. Könnte vielleicht zu einem Abstellraum oder einem Keller führen. Ein Keller. Der Schlüssel hing früher hier neben. Eine leere Vase. Sie sieht alt aus, wie alles hier. Ein paar alter Gummistiefel. Sie sind blitzblank geputzt. Vielleicht gehören sie los. Was will ich mit Gummistiefeln? Okay, wir nehmen die Gummistiefel mit. Eine Küchenzeile, wie man sie nur noch in den Möbelkatalogen des letzten Jahrhunderts finden würde. Die ist aber doch gar nicht so alt. Beim letzten Mal stand sie nicht. Man kann nicht mehr genau erkennen, was diese Bilder ursprünglich darstellen sollten. Vielleicht ist es keine gute Idee, Bilder direkt über dem Herd aufzuhängen. Teelöffel. Ein paar Teelöffel. Alle blitzblank poliert und ordentlich nebeneinander gereiht. Ich nehme nur einen Löffel mit. Das Geschirr ist sehr gepflegt, aber es kann sein Alter nicht verbergen. Es bleicht langsam aus. Für einen so großen Haushalt ist das nicht viel Geschirr. Aber vermutlich wird es sowieso nur von den Ladies benutzt. Für die Bediensteten ist es viel zu fein. 2 kleine Töpfe aus Metall. Der Staubschicht nach zu urteilen, werden sie nicht mehr verwendet. Nö. Warum nicht? Okay. Sally. Hallo. Oh, hallo. Ein lebendes Wesen? Hier? Mein Name ist Inspektor Falk. Ich bin Polizist. Ein Cop? Wie aufregend. Ich bin Sally. Kennen Sie diese Frau? Nie gesehen. Sieht nett aus. Etwas eingebildet vielleicht.
Hier gibt es nicht zufällig Aufzeichnungen über alle Köchinnen, die hier mal gearbeitet haben? Nee, keine Ahnung. Muss ja auch schon ewig her sein, dass es hier extra eine Köchin gab. Fragen Sie Bates. Der weiß alles. Ich würde ihn oder Lady Victoria lieber nicht fragen. Dann weiß ich auch nicht. Sie kümmern sich zusammen mit Bates um das alles hier? Naja, kümmern. Also, das meiste macht Bates. Mir lässt er nur die Drecksarbeiten. Kochen und putzen und solche Sachen. Ist das nicht Ihr Job? Das sagt er auch immer. Aber ehrlich gesagt habe ich mir das alles ganz anders vorgestellt. Ich meine, ein Schloss mit adligen Bewohnern. Da kann man doch wohl ab und zu auch mal ein Fest erwarten. Oder einen schnuckligen Prinzen? Charles ist ja nun vermagt. Aber irgendjemand unter 80 täte dem Laden hier gut. Manchmal kommt es mir hervor wie in einer Gruft. Was können Sie mir zu Louis sagen? Er ist ein widerlicher Kerl. Erst hatte ich die Hoffnung, dass er nicht ganz so angestaubt ist wie alle anderen hier. Aber er ist genauso ein Langweiler wie alle anderen. Und ständig schlecht gelaunt. Mehr als 3 Worte bekomme ich nie aus ihm raus. Wissen Sie, was sich hinter der verschlossenen Tür in der Halle befindet? Das habe ich mich auch schon gefragt. Aber aus Bates ist nichts rauszubekommen. Er hat mich einmal beim Lauschen an der Tür erwischt. Er hat mich zur Schnecke gemacht, wie noch niemals zuvor. Er hat sich so aufgeregt, dass er beinahe zusammengebrochen wäre. Er hat Blut gehustet und ich musste ihn stützen. Seitdem mache ich einen Bogen um die Tür. Ich muss herausfinden, was hinter der Tür ist. Die Räume dort könnten ein ideales Versteck für eine der Mosaikscheiben sein. Ist Lady Victoria eine gute Chefin? Ich weiß nicht. Bates lässt mich kaum mit ihr sprechen. In meinen ersten Tagen habe ich der Lady ein paar Vorschläge gemacht, wie man das Schloss umdekorieren könnte. Einfach ein wenig den Muff rauslassen. Verstehen Sie? Seitdem muss ich Bates immer fragen, wenn ich etwas von der Lady will. Was ist mit Lady Eleanor? Was soll mit der sein? Schnarch! Sitzt den ganzen Tag herum und liest oder strickt. Und sonst? Ab und zu spielt sie Klavier für Lady Victoria. Das könnte man in diesem Haus dann schon als ausgelassene Feierlichkeit gelten lassen. Es wird Zeit, dass ich eine andere Stelle bekomme. Sie wollen fort? Ja, lieber heute als morgen. Vielleicht zu einem Filmstar oder einem Musiker. Irgendwohin, wo Leben in der Bude ist. Oh, Wahlmädel. Kannst du mir zu Samuels Geist was sagen? Angeblich haben einige Touristen ihn gesehen. Oh ja, ich habe ihn auch schon gesehen. An einem der Fenster. Was? Ich habe mich tierisch erschreckt. Eine grässliche Fratze. Ich hoffe, dass ich die nie wiedersehe. Tatsache? An welchem Fenster? Weiß nicht mehr genau. Ich glaube, an einem vom verbotenen Flügel. Verbotener Flügel? Ja, oder was auch immer. Die verschlossene Tür in der Halle eben. Ich will Sie nicht länger von der Arbeit abhalten. Ach, machen Sie sich keine Sorgen. Okay. Lässt die mich da hochgehen? Ja. Oha, eine ganz andere Perspektive. Direkt geradeaus war das Arbeitszimmer von Robert. Und hier war das Zimmer von Victoria. Ich kann von hier aus nicht erkennen, ob es echte Gaslampen sind oder auf altgetrimmte Elektrolampen. In jedem anderen Haus wäre ich mir sicher, dass da keine echten Gaslampen von der Decke hängen. Hier nicht. Oho. So viel zum Thema Nacktheit in England. Hier sind gleich 4 nackte Mädels zu sehen. Und der Kerl, um den sie herumtollen, scheint das auch ordentlich zu genießen. So viel zum Thema Nacktheit. Okay, warum sollte das noch eine Rolle spielen, das Bild? Ein altmodisches Telefon. Aber wen sollte ich anrufen? Eine antike Vase oder Karaffe. Die lasse ich stehen. Sie ist verschlossen. Ach, wahrscheinlich ist trotzdem nichts Besonderes drin. Oh, 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 oh. Badezimmer. Ah, das ist das Zimmer von Bates. Weil hier hinten, weiter nach hinten rechts, ist noch eine Sitzecke. Also zumindest in Teil 1 war das so. Da ist eine kleine Sitzecke mit einem Schachspiel und direkt davor war das Zimmer von Samuel. Die Tür ist abgeschlossen.
Was muss es für ein Aufwand sein, einen so alten Fliesenboden so sauber zu halten? Ich kann mir bildlich vorstellen, wie Bates zweimal am Tag überprüft, ob sich in irgendeiner Ecke Schmutz angesammelt hat. Der Boden ist mehr als sauber. Kein Grund zur Beanstandung. Der Boden ist mehr als sauber. Okay. Ein Löwenkopf. Ich glaube, in der Antike galt der Löwe als Symbol der Unsterblichkeit. Was das wohl mit einer Badewanne zu tun hat? Eine altmodische Badewanne. Sieht nicht unbequem aus, aber für mich wäre sie wohl zu klein. Ich kann nichts Ungewöhnliches entdecken. Außer vielleicht, dass der Stöpsel fehlt. Ein Vollbad könnte also schwierig werden. Ich kann nichts Ungewöhnliches entdecken. Ein Wasserhahn, wie er vermutlich vor 50 Jahren überall im Lande zu finden war. Warum soll ich jetzt Wasser aufdrehen? Läuft. Puder, Schminke und so weiter. Nichts, was ich gebrauchen könnte. Vorhänge im Badezimmer. Naja, wer es mag. Viele Dächer, Erker, Mauern. Wie viele Zimmer das Schloss wohl hat. Man könnte Mams Häuschen in Biddeford locker in einem der Flügel verstecken. Ein Kronleuchter im Badezimmer. Geht's noch? Ah ja, es war früher halt so, meine Güte. Das ist ja sowas von komfortabel. Eine Sitzbank in einem Badezimmer. Meine Fresse. Schon wieder ein Spiegel. Ich frage mich, was an dem Spiegel da unten in der Halle los war. Ich habe echt gedacht, ich habe Samuel Gordon gesehen. Vermutlich werde ich vor Erschöpfung zusammenklappen, wenn das hier vorüber ist. Ich sehe müde aus. Ich sehe müde aus. Ein Haufen Handtücher. Kleine, große. Nichts als Handtücher. Sonst nichts? Ein Haufen Handtücher. Ja, offenbar nicht. Der Boden ist mehr als. Ich wollte raus. Ach, da lang. Okay. So. Können wir noch hier rüber? Nee, hier geht's nicht weiter. Okay. Gibt leider nicht so viel, was man hier im Schloss anschauen kann. Dann gehen wir jetzt mal raus. Wow. Efeu. Sieht aus, als hätte der Efeu den Baum gekillt. Und nun greift er aufs Haus über. Praktisch für einen Einbrecher. Aber solange ich mich hier frei bewegen darf, werde ich nicht an der Fassade herumklettern. Der Erbauer dieses Schlosses hatte aber einen eigenartigen Geschmack. Der alte Turm. Von da oben wird man eine gute Aussicht haben. Der Turm scheint auf allen Seiten Fenster zu haben. Vielleicht war es ursprünglich mal ein Wehrturm, der dann umgebaut wurde. Kann aber auch von Anfang an so ausgesehen haben. Der Stall existiert auch noch. Das ist ja der Wahnsinn. Angeblich haben diese Dinger dazu beigetragen, dass in England immer noch Linksverkehr herrscht. Jemand, der das ziehende Pferd mit der rechten Hand führen würde, würde bei einem entgegenkommenden Gespann zwischen die Wagen kommen. Dem Zustand nach zu urteilen, könnte der Karren noch vor wenigen Jahren in Benutzung gewesen sein. Aber jetzt steht er schon einige Zeit dort.
Ein uralter Brunnen. Ich kann mir nicht denken, dass der heute noch benutzt wird. Selbst hier dürften sie mittlerweile einen normalen Wasseranschluss haben. An diesem Gestell wird früher irgendeine Vorrichtung gehangen haben, um das Wasser an die Oberfläche zu befördern. Am Brunnen ist nichts, was mich interessiert. Und im Brunnen hoffentlich auch nicht. Am Brunnen ist nichts... Okay. Wen haben wir denn da? Diese diebische Elster im Rabenkostüm hat etwas, was ich brauche. Ich möchte wetten, dass der Rabe die Mosaikscheibe aus Angelinas Rucksack gestohlen und hier in sein Nest gebracht hat. Hm. Der Boden ist hier aufgeweicht und sehr matschig. Der Boden ist hier aufgeweicht. Okay, da kann ich nichts machen. Eine alte Holztreppe. Führt vermutlich zur Kammer des Stallknechts. Ich möchte da nicht hoch. Sieht nicht mehr sehr stabil aus. Ich möchte da nicht hoch. Dann eben nicht. Das dürfte das Wappen der Gordons sein. Mit Heraldik kenne ich mich nicht aus. Es gibt komplizierte Regeln, wie so ein Wappen aufgebaut und gelesen werden muss. Vermutlich bedeutet das hier so viel wie: Wir sind eine uralte Familie, aber auch leider ziemlich verrückt. Bitte Abstand halten. Das Tor muss vor einiger Zeit erneuert worden sein. Das Holz ist noch hell. Aber ich glaube nicht, dass ich darin was Interessantes finde. Leiter? Würde ich die brauchen? Eine alte Holzleiter. Sie scheint viel in Gebrauch gewesen zu sein. Die Sprossen sind ganz glatt und abgegriffen. Im Ernst? Okay, wir schleppen einfach eine Leiter mit uns. Fällt ja nicht auf. Britische Hochtechnologie. War es zumindest mal. Louis' Werkzeugkiste. Verschiedene Schraubenschlüssel, ein Lappen, ein Hammer, Zangen, was man halt so braucht. Ich glaube, ich nehme den großen Hammer mit. Den kann ich notfalls auch als Waffe benutzen, was an diesem Ort vielleicht sogar nötig sein könnte. Mehr brauche ich nicht. Und wenn doch, weiß ich, wo ich es finde. Ralph hat von einem glänzenden schwarzen Auto erzählt. Ob er diesen Wagen gesehen hat? Aber wer aus dem Schloss ist heute Morgen zum Tatort gefahren? Und was wollte er oder sie dort? Ich kenne mich schon nicht mit amerikanischen Wagen der letzten 10 Jahre aus. Mein Wissen über englische Autos aus der ersten Jahrhunderthälfte ist gleich null. Hey, Louis! Du schon wieder. Ich dachte, man hätte dich rausgeworfen. Lady Victoria hat mir erlaubt, mich im Schloss und im Garten umzusehen. Wie nett von ihr. Was willst du? Was können Sie mir zum Schloss sagen? Nichts. Ein großer, hässlicher Bau. In einem ungepflegten Garten. Was habe ich damit zu tun? Sind Sie nicht der Gärtner? Mein Garten ist ein paar hundert Meilen westlich von hier. In Wales. So ist es. Hier tun sie also nur, was nötig ist, wenn überhaupt. Der Garten ist zu groß für einen einzelnen Mann. Und was für einen Sinn hätte es, ihn zu pflegen? Das alles hier ist dem Untergang geweiht. Das Haus zerfällt, die Lady wird nicht mehr lange leben, Bates ist so gut wie tot. Spekulieren Sie darauf, dass Lady Eleanor zurück nach Wales geht, wenn Lady Victoria stirbt? Vielleicht. Das ist ein schöner Wagen. Allerdings. Die einzige positive Überraschung hier. Hab ihn hinterm Stall entdeckt und von Grund auf neu aufgebaut. Mein Vater hat früher auch an so einem geschraubt und mir einiges beigebracht. Machen Sie damit manchmal Spritztouren? Zum Beispiel zur Küste? Ich fahre die Ladies. Früher hatten sie noch verdammte Zossen im Stall. Aber die Pflege war zu aufwendig für die alten Leute. Heute ist das hier der einzige mobile Untersatz. Aber sonderlich, häufig kommen die Damen nicht aus dem Haus. Bates geht meistens zu Fuß ins Dorf. Er meint, es sei gut für seine Gesundheit, aber er braucht jedes Mal länger.
An der Küste waren Sie mit dem Wagen heute Morgen nicht. Nein. Was können Sie mir zu Lady Eleanor sagen? Wenn Sie etwas über Lady Eleanor wissen wollen, fragen Sie am besten Lady Eleanor. Sie selbst ist Ihr liebstes Thema. Sie meinen, sie ist egoistisch? Sie hat alles weggeworfen und ist Hals über Kopf hierher geflüchtet, nachdem Sir Richard gestorben war. Wer tut sowas? Das Schloss und der Garten in Wales haben sie an ihren verstorbenen Mann erinnert. Und sie hätte sich an die Familiengeschichte erinnern sollen. Man gibt nicht einfach ein Haus auf, in dem Generationen gelebt und gearbeitet haben. Wie ist ihr Mann gestorben? Hat sich selber in die Luft gesprengt. Hat allerlei seltsame Experimente durchgeführt. In den letzten Jahren war er geradezu davon besessen, hinter das Geheimnis zu kommen, was Sir William und seine Söhne wahnsinnig gemacht hat. Er hat sein Labor kaum noch verlassen und mehr als einmal ist er vor Erschöpfung zusammengebrochen. Die Lady war in großer Sorge. Bates macht einen müden Eindruck. Er ist todkrank. Die Ärzte bezeichnen es als ein Wunder, dass er noch lebt. Aber ich sage Ihnen, noch am selben Tag, an dem Lady Victoria stirbt, wird auch Bates ins Gras beißen. Wie ein Hund, der seinem Herrchen folgt. Ich glaube, er findet es einfach ungehörig, vor seiner Herrin zu sterben. Er sagte, er sei seit über 70 Jahren bei den Gordons beschäftigt und dass er all ihre Geheimnisse kenne. Das glaube ich sofort. Niemand kennt das Schloss und den Garten besser als er. Wobei, in seinem Oberstübchen sieht es auch nicht mehr allzu gut aus. Wird vergesslich, die treue Seele. Deswegen haben sie ihm Sally an die Seite gestellt, glaube ich. Ich habe Sally kennengelernt. Ha! Das Einzige im Schloss, das nicht mindestens 100 ist und langsam verfällt. Ist sie eine gute Haushälterin? Sie ist lausig. Sie scheint deswegen öfter Probleme mit Bates zu haben. Er hat sie doch ausgesucht und viele bessere wieder fortgeschickt. Warum sollte er das tun? Wenn sie Angst haben, durch jemand anders ersetzt zu werden? Dann suche ich mir einen möglichst schlechten Ersatz, um selber unentbehrlich zu bleiben. So sieht es aus. Logisch. Louis, glauben Sie an Geister? Einige Touristen meinten, sie hätten hier welche gesehen. Ja, der angebliche Geist. Wochenlang haben sie uns belagert, seit Murray das Gerücht in die Welt gesetzt hat. Das ganze Pack hat den Garten völlig verwüstet. Lady Eleanor sagte, sie habe ihnen freigestellt, zurück nach Wales zu gehen und ihnen sogar eine kleine Starthilfe angeboten. Ich wüsste nicht, was sie das angeht. Ich finde das nur seltsam. Sie wollen unbedingt zurück und bekommen sogar noch Geld geboten. Und dann? Soll ich als Hausmeister in einer verdammten Neubausiedlung arbeiten? Mehr als einmal habe ich ihr angeboten, mich um das Schloss in Wales zu kümmern und es in Schuss zu halten. Aber dafür fehlt angeblich das Geld. Ihnen geht es also nicht darum, zurück nach Wales zu gehen. Sie wollen zurück in Ihr Schloss und Ihren Garten? So ist es. Was Sie wirklich wollen, ist die Zeit zurückzudrehen. Aber das ging leider noch nie. Auf Wiedersehen. Muss nicht sein. Da kommt er mal überhaupt nicht damit klar. Tür? Was von der Tür? Von der Küche? Tatsache, okay, alles klar. Dann gehen wir da nach vorne durch. Wieder hier vorne raus. Jetzt gehen wir hier rechts rum. Können wir überhaupt rechts rum? Oh, warte mal, hier so ein Fenster. Von hier aus wirkt das Schloss richtig bewohnt. Es brennt hinter mehreren Fenstern Licht. Dort geht es tiefer in den Garten. Alles ist verwildert und verkommen. Ich halte mich besser fern. Schade. Ich hätte den Springbrunnen gern wieder gesehen. Ich glaube nicht, dass ich in dieser Wildnis weiterkomme. Ich sollte mich lieber aufs Schloss konzentrieren. Und zum Schlosstor. Also zum Gewächshaus können wir auch nicht mehr.
Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir alles durchgeschaut. Dann schauen wir mal, ob wir jetzt noch mal mit den Damen reden können. Oh, Victoria ist weg. Was ist hinter der verschlossenen Tür dort? Vor 24 Jahren gab es ein schreckliches Feuer hier. Catherine, Samuels Frau, kam damals ums Leben. Seitdem ist der Flügel abgesperrt. Zu viele Erinnerungen, glaube ich. Brach das Feuer im Erdgeschoss aus? Nein, im ersten Stock. Das Erdgeschoss blieb weitgehend verschont, soweit ich weiß. Aber auch die Räume unter denen, die vom Brand vernichtet wurden, sind immer verschlossen. Bates und Victoria achten sehr darauf, dass niemand sie betritt. Verstehe. Wurden damals noch andere Menschen verletzt oder getötet? Eine Köchin wurde verletzt, soweit ich weiß. Sie wollte helfen und hat sich einige Brandverletzungen geholt, glaube ich. Ich sehe mich weiter um. Auf Wiedersehen, Lady Eleanor. Es ist schön, ein anderes Gesicht im Haus zu haben. Besagte Köchin war seine Mutter. Die Tür zur Bibliothek stand offen. Lady Victoria ist am Telefonieren. Mal hören. Ich weiß nicht, ob er es ist. Haben wir denn kein Foto von ihm? Junger Mann! Auch für Polizisten ziemt es sich nicht, an Türen zu lauschen. Ich wollte nicht. Verzeihung. Haben Sie von mir gesprochen? Aber warum sollte ausgerechnet Lady Victoria mit dem Orden zusammenarbeiten? Sie hätte mehr Grund als jeder andere, den Fluch beenden zu wollen. Ich will Lady Victoria nicht beim Telefonieren stören. Ja, und jetzt? Guten Tag, Sally. Hi. Louis scheint sich mehr um dieses Auto zu kümmern als um den Garten. Das ist mal sicher. Seit ich hier bin, schraubt er fast jeden Tag daran herum. Und wenn er gerade einmal nicht schraubt, dann putzt er das Ding oder fährt damit rum. Ist er heute Morgen damit gefahren? Heute Morgen? Ja, ist er. Ich habe gehört, wie der Wagen angelassen wurde. Das kann man nicht überhören. Aber Sie haben ihn nicht gesehen. Ich weiß genau, wie sich der Wagen anhört. Manchmal lässt Louis ihn 20 Mal am Tag an, wenn er gerade mal wieder schraubt. Aber Sie konnten nicht sehen, ob Louis oder jemand anders damit gefahren ist. Nur Louis fährt den Wagen. Okay. Ah ja. Louis meinte, Bates hätte sie für den Job ausgewählt, nicht die Lady. Ja, das stimmt. Es gab einige Bewerber. Die cleversten haben am Tour gleich den Rückwärtsgang eingelegt. Aber wenn ich ehrlich sein soll, ich dachte auch von denen, die sich vorgestellt haben, wären einige besser für den Job geeignet gewesen als ich. Hat mich ein wenig überrascht, dass er mich genommen hat. Er muss von ihren versteckten Qualitäten überzeugt gewesen sein. Dafür meckert er jetzt aber ständig rum. Den ganzen Tag schleicht er mir hinterher. Tu dies, Sally, mach das nicht. Wie im Kindergarten. Ich will Sie nicht länger von der Arbeit abhalten. Ach, machen Sie sich keine Sorgen. Oh, da ist sie ja wieder. Würden Sie mir bitte sagen, was sich hinter der verschlossenen Tür befindet? Nur ein ungenutzter Flügel des Hauses. Kann ich mich dort einmal umsehen? Nein, leider nicht. Der Flügel ist einsturzgefährdet, deswegen ist er auch verschlossen. Halten Sie sich um Ihrer selbst willen fern von dem Flügel. Alles klar. Ihre Haushaltshilfe, diese Sally. Ah, haben Sie sich schon kennengelernt? Sie scheint so gar nicht hierher zu passen. Zu uns alten Leuten, meinen Sie? Sie scheint das genaue Gegenteil von Bates zu sein.
Das ist eine kluge Beobachtung. Sie verkörpert all das, was Bates zuwider ist. Disziplinlosigkeit, Unordnung, Unzuverlässigkeit, Geschwätzigkeit. Vielleicht wollte er Ihnen zeigen, was Sie an ihm haben. Ich weiß genau, was ich an ihm habe. Aber ich weiß auch, dass es ihm schlecht geht. Er kann sich nicht mehr alleine um das Haus und uns alte Damen kümmern. Die nächste Haushaltshilfe werde ich aussuchen. Und es wird eine fleißigere Person sein. Eine, die Bates wirklich entlastet. Ich werde mich noch ein wenig umsehen. Gerne. Ja, also das klingt dann schon logisch, was Lois da gesagt hat. Willst du dich unentbehrlich machen? Zieh jemanden an Land, der alles sehr viel schlechter macht, so ungefähr. So. Ich weiß jetzt, habe jetzt auch im Moment keinen Anhaltspunkt, wo es hier weitergehen soll, weil erkundet haben wir alles. Ich schätze, wir müssen uns mal hier den Globus nochmal genauer anschauen. Vielleicht kriegen wir ja so das eine oder andere noch raus. Bates ist aktuell gar nicht da. Der ist in der Stadt. Erledigungen machen. Das wäre vielleicht eine Idee. Gut, was heißt Stadt? Dorf. Das könnte man vielleicht probieren. Wenn wir selber beim nächsten Mal nochmal nach Willow Creek marschieren. Vielleicht treffen wir Bates ja da. Wer weiß, wer weiß. Aber hier ist für heute Schluss. Und dann machen wir hier beim nächsten Mal genau weiter. Bis dahin.